This talk will be held by Damon McCoy. He will be explaining. Diesen Talk hält David McCoy. Er erklärt politische Online-Werbung. Er hat untersucht, wie verschiedene Online-Communities. Was hat er untersucht? Thank you everyone for coming. Danke euch allen fürs Kommen. Ich bin hier oben, um zu sprechen. Es war sehr schön, nach Deutschland zu fahren über Weihnachten und Neujahr. Es waren drei Leute an dem Research beteiligt. Einer davon ist mein Grad Student, Laura Adelson. Sie hat vieles davon geschrieben. Und einer davon ist der Undergrad Student Shiha Sahuya. Und Ratan Day hat ebenfalls mitgewirkt. And so before we get started, I guess I'll give a little bit of an introduction about myself. I'm a professor. Also eine kleine Einführung für mich selbst. Ich bin ein Professor an der NYU Engineering School. Und wir untersuchen, wie Technologie Privacy, Privatsphäre beeinträchtigt. Das hier war also ein opportunistisches Projekt, um den Einfluss von Online-Marketing auf die politische Sphäre zu untersuchen. In Kampagnen in den Vereinigten Staaten. Alles, was ich euch hier zeigen werde, und die meisten Datenskripte sind alle auf GitHub, wie es auf den Slides seht. Wenn ihr selbst euch die Daten ansehen wollt oder die Skripte überprüfen wollt und damit rumspielen wollt, macht das. Thank you. This is the first time that I've given this talk outside. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Vortrag außerhalb der Vereinigten Staaten vortrage. Also lasst mich euch schnell erklären, wie US-Wahlen funktionieren, falls ihr es nicht wisst. Alle zwei Jahre gibt es bundesweite Wahlen innerhalb den Vereinigten Staaten, die so also alle Staaten betreffen. Alle vier Jahre haben wir eine Wahl für die Präsidentinnen und die Präsidenten. Die letzte Wahl war keine Wahl für den Präsidenten, sondern nur für den Senat und die Sitze im Haus auf dem Bundeslevel und auch innerhalb der Staaten und noch lokalerer Positionen sind gewählt worden. Das haben wir vor allem in Facebook-Daten und weniger in Twitter- und Google-Daten angesehen. Die Perspektive dieses Talks sind die 2008 Wahlen in den USA entlang von Facebook-Daten. Einige von euch werden hiervon wissen, manche vielleicht nicht. In den 2016er Wahlen gab es Wahlbeeinflussung. Mit diesen Facebook-Werbung, die von einer russischen Firma bezahlt wurden. Die Internet Research Agency, die diese Werbung hat laufen lassen. Und der Senat hat die dann öffentlich für Leute gemacht. Es war insbesondere gemeint, um Leute vom Wählen abzuhalten. Getargetet wurden Leute zwischen 18 bis 65 plus mit im Wesentlichen schwarzen Interessen, also Martin Luther King Jr., African American Culture, Bürgerrechtsbewegung, schwarze Leute, schwarze Geschichte und so fort. Und Facebook ist nun mal sehr effektiv, entlang dieser Interessen die Leute zu targeten und rauszusuchen. Es gab andere Werbung, wie etwa diese, um Desinformation zu streuen. Eine Werbung, die von dieser russischen Agentur bezahlt wurde, die dieses völlig substanzfreie Gerücht streuen und verstärken wollte, dass Clinton dieses illegitime Kind hätte. Und hier sind wieder die AfroamerikanerInnen ein
wichtiger Anteil der Abstimmenden für liberalere Politiken. Das Wahlsystem auf dem Bundeslevel hat im Wesentlichen zwei Parteien, die wichtig sind und bedeutungsvolle Beiträge innerhalb der Vereinigten Staaten haben. Die DemokratInnen sind eher auf der Seite von mehr Regierung, mehr Social Services, mehr solche soziale Unterstützung. Die RepublikanerInnen kommen eher auf der Seite raus, zu deregulieren, möglichst wenig sozialen Support zu haben, viel von eigener Leistung und Bootstrapping zu reden. Dann sehen wir viele von diesen Ads jetzt als nächstes, die auf Facebook gezeigt wurden. Fast alle davon wollen entweder Leute, also sie wollen entweder Chaos stiften, indem sie Leute davon abhalten, sich an der Wahl als wichtiger Teil zu fühlen. Oder, ja. Of the Directorate of National Intelligence put out a report. Sorry for the big block of text. This will be the 2016 hat der Direktor der einer amerikanischen Agency festgestellt, dass Russland eben versucht hat einzugreifen in die Wahlen und genau, dass diese russische Agentur involviert war und das ist ziemlich genau das, was die nationalen Sicherheitsorganisationen wie CSA und NSA festgestellt haben. Das andere, das wichtig war, war dieser Skandal in Facebook, dass diese beiden Skandale wurden veröffentlicht und das erste Resultat davon ist, dass wir Mark Zuckerberg hatten in einem richtigen Anzug, vor dem Senat. Und was er ausgesagt hat, ist vor einem Komitee dieses Senats zu den Aktionen von Facebook. Das hat er am 10. und 11. April 2018 gemacht. Dabei hat er zugegeben, dass Facebook Fehler gemacht hat und Dinge in der Zukunft in ihrer Plattform verbessern muss. Der fühlbarste Effekt dieser Aussagen waren die Transparenzarchive, die wir hier anschauen. Und hier ist ein Blick in dieses Facebook-Transparenzarchiv. Initial brauchte man einen Facebook-Account, um hier rumzustöbern. Und mittlerweile hat sich das geändert. Jeder, der eine Internetverbindung hat und Interesse am Thema, kann sich dieses Archiv anschauen und reinschauen, was dort passiert ist. Man gibt dazu ein Schlüsselwort ein und sieht dann, welche Ads, welche Werbung darauf zutreffen. Man sieht alle politischen Werbeanzeigen, die für diesen Begriff zutreffen. Facebook hat angefangen, diese Werbeanzeigen zu archivieren am 7. Mai 2018. Und bis zum 7. November 2018 haben sie 1,6 Millionen Werbeeinblendungen von über 85.000 Werbenden archiviert. Facebook hat ziemlich viele Informationen in dieses Archiv aufgenommen, und zwar alle Werbeeinblendungen für amerikanische Wahlen, egal auf welcher Ebene, und auch Dinge für polarisierende Issues auf allen Ebenen. Zusätzlich eine Liste von rund 13 Kriterien von Werten und polarisierenden Angaben, die in diesem Archiv aufgenommen wurden. Plus Videos, die in diesen Werbungen
impressions. So, right, state-level impression information in some kind of ranges. Die Informationen sind meistens auf einem Staatenlevel gehalten und haben geografisch spezifische Angaben. Es gab außerdem einige Spendeninformationen in diesen Werbeanzeigen, wo man verschiedene Beträge spenden könnte. And so forth with these buckets. One of the key pieces of information that eines der wichtigsten Dinge an Informationen, die darin waren, war die Target-Information, also die zielgruppenbasierte Information, die man in diesem Archiv suchen kann. Man kann diesen Keyword-Search in dem Webportal machen. Und wir haben auf einer großen Skala Daten analysiert mit Hilfe dieses Keyword-Searches. Also Schlüsselwortsuche, und wir haben dann eine sehr lange Liste an Schlüsselworten gemacht, die wir wichtig fanden, Staatennamen, verschiedene Sachen, die wir einfach auf dieser Liste brauchten. Ich werde euch die Geschichte erzählen, wie wir das gescraped haben. I'll kind of flesh out the story of how this goes. So at the beginning, genau, am Anfang they released this kind haben of, sie May, the user dieses Archiv eröffnet. Und wir hatten die Idee, dass wir eine groß skalierte Untersuchung starten können. Meine Schüler fanden das sehr interessant und mit ihnen habe ich angefangen, nach Schlüsselwörtern zu suchen und die Ergebnisse aufzuschreiben. Wir haben von da aus erstmal nur einen ziemlich generellen statistischen Report veröffentlicht auf unserem GitHub. Danach, also etwa 2 Wochen später, hat Facebook angefangen, Anti-Scraping-Maßnahmen zu implementieren. Das hat unsere Bemühungen natürlich erheblich behindert. Ich möchte hier keinen bösen Willen unterstellen. Und ich glaube auch nicht, dass nur wir davon betroffen und nur wir gemeint waren, sondern sie wollten im Allgemeinen das Scraping anwenden. Es ist natürlich etwas seltsam, dass Facebook ausgerechnet bei einem Transparenzarchiv Leute davon abhalten will, Daten zu ziehen. Das war halt eine Wahl, die Facebook getroffen hat. Wir haben versucht, ein bisschen mit Facebook darüber zu kämpfen, aber es war halt ein Katz-und-Maus-Spiel. Wir haben also unseren Scraper modifiziert, um das Anti-Scraping zu blocken. Sie haben wieder geblockt, hin und her. Das ging ungefähr 2 Wochen so. Und dann haben Facebook ihre API deployed, die leider sehr limitiert ist und immer noch Beta ist. Und wie ich vorhin erwähnt hatte, ein Non-Disclosure Agreement davon hat, also man darf dann die Daten auch nicht beliebig weitergeben. Es ist außerdem limitiert zu nur NutzerInnen aus den Vereinigten Staaten. Das hat also auch limitiert, über welche Personen wir Daten uns ansehen konnten. Das hat uns andererseits auch davon abgehalten, mit guten JournalistInnen darüber arbeiten zu können, die im Zweifelsfall in anderen Staaten leben. Oder vielleicht war das Glück. Kann sein. Diese Einschränkungen auf das Non-Disclosure Agreement gehen hier noch weiter. Man darf es auf keinen Fall länger als ein Jahr behalten, während Facebook eine Datenhistorie bis 7 Jahre garantiert und hat
Ich habe dieses NDA angesehen, es in Brand gesteckt und einfach weiter gescrapt. Nee, war leider eine schwere Entscheidung. Zwei StudentInnen, die sich ansehen mussten, ob wir entweder die Daten analysieren wollen und darauf unsere Zeit verwenden oder darauf sie überhaupt zu kriegen mit Scraping beim Kämpfen mit Facebook. Insofern haben wir dann doch mit dem NDA zugestimmt. Wir scrapen immer noch ein bisschen und auch die Daten, die wir früh gescrapt haben, nutzen wir. Und wir können euch natürlich leider nicht vorstellen, was unter dieses NDA fällt. I would be more than happy for that to happen within here. Unfortunately, given our engineering constraints. Gegeben unsere Engineering-Einschränkungen konnten wir hier leider nicht auch Europa ansehen via Scraping. Mit Google ist die Story ein bisschen anders. Deren Archive fangen am 31. Mai 2018 an, also ein bisschen später. Zum Wahltag, also am 7. November 2018, hatten sie 45.000 Werbeanzeigen von ungefähr 600 Werbebetreibenden angesehen und erhoben. Und sie haben nur Werbung zu US-BundeskandidatInnen oder schon amtierenden Personen inkludiert. Keine geografischen oder demografischen Einblendungs- oder Kosteninformationen werden mit archiviert. Targeting gibt es geografisch und demografisch, aber begrenzt. Was Facebook halt überhaupt nicht getan hatte. Ihre Daten sind, also die Daten von Google sind auch in einem Webportal via Schlüsselwörtern. Es gibt aber auch eine Datenbank, auf die wir zugreifen können. So sieht deren Portal aus. Und so sieht diese große, so sieht die BigQuery-Datenbank aus, die man sich ansehen kann, die wöchentlich geupdatet wird. Kann man runterladen und relativ einfach analysieren. Die letzten, die so ein Archiv gestartet haben, waren dann Twitter von unseren drei Zielgruppen. Die haben angefangen zu archivieren am 27. Juni 2018. Twitter ist halt relativ klein, schon als Werbebetreibende im Vergleich zu Facebook und Google Ads. Insofern finden wir hier nur 2000 Werbeanzeigen von 88 Werbebetreibenden. Sie haben auch nur inkludiert BundeskandidatInnen, aber auch Werbung zu politischen Themen. Within Twitter's system. There doesn't appear to be anyone's job it is to actually enforce transparency. Es scheint aber in Twitter niemanden zu geben, der sich um die Transparenz hauptberuflich kümmert. Und wenn wir reporten, dass es hier eine Werbung gibt, die in Twitter fehlt, die in diesen Daten nicht vorkommt, dann wird das korrigiert. Aber Twitter scheint sich initiativ nicht zu kümmern. Stattdessen ist es gerade irgendwie unser Job, das zu tun. Die dann von Hand damit arbeiten. Twitter veröffentlichen aber zu ihrer Werbung die meisten Informationen. Nicht nur Ranges von Data, sondern tatsächlich exakte Daten über geografisches und demografisches Targeting. Nein, sie veröffentlichen sogar alles Targeting, die exakten Daten für geografisch und demografisch sind die Anzeigendaten, also die Impressions sowie die Kosten. Und die Daten sind zugänglich über ein Webportal, über das wir suchen können. Das haben wir natürlich wieder gescrapt. Das war völlig unproblematisch. Und da die Daten auch relativ wenig sind, war das einfach, damit Schritt zu halten. Und hier ist ein Bild von Twitters Transparenzarchiv. Mit einer Liste von all den Accounts, die in diesem Archiv genannt werden. When we see them doing paid advertising, then we can notify Twitter, and then Twitter will
wenn wir also solche Accounts sehen, die solche politische Werbung machen, werden wir in der Regel Twitter davon in Kenntnis setzen und sie werden das hinzufügen. Das ist also der Hintergrund, den ihr darüber verstehen müsst. Gut, damit haben wir eine Datenbank, die wir analysieren können. Was machen wir jetzt damit? Für Facebook hatten wir dieses schlüsselwortgetriebene Verfahren, mit dem wir etwa 80% der Anzeigen sammeln konnten. Das Problem mit der API ist, dass sie sehr, sehr rate-limited ist. Wir können also nur 3 bis 4 Anfragen pro Minute absetzen. Wir haben versucht, so viele Daten wie möglich zu sammeln. Vor der Wahl hat Facebook angefangen, ihr Transparenzarchiv zu veröffentlichen mit den Werben und wie viel sie ausgegeben haben. Und über diese Zahlen können wir querreferenzieren, dass wir ungefähr 80% haben. Das Schöne aus dem Transparenz-Report ist, wir können daraus ableiten, welche Daten uns fehlen. Und in Kombination haben wir damit nun rund eigentlich komplette Abdeckung aller Facebook-Daten. Bei Twitter bekommen wir 100% der Daten und haben alle diese Daten in einem einfach verarbeitbaren Format wieder veröffentlicht. Und bei Google haben wir auch alle Daten, weil wir die via BigQuery bekommen. Was uns aufgefallen ist, dass viele der Werbeanzeigen, bei denen fehlt der tatsächliche Content. Was angezeigt wird, ist, ob die Anzeige durch Google oder einen Partner gekauft wurde. Und wenn es durch einen Partner gekauft wurde, dann ist der Content nicht in der Datenbank. Das heißt, uns fehlen dort die Informationen, wenn das über einen Drittpartner eingespiesen wird, was eine schöne Lücke ist, die ausgenutzt werden kann, um solche Ads zu verstecken. Es ist uns nicht klar, ob das eine technische oder eine Vorgabenlimitation ist. Aber was wir wissen ist, wir haben nur die Inhalte von ungefähr 70% der Einträge dieser Datenbank, die halt direkt über Googles Plattform eingegeben wurden. Eine der ersten Aufgaben, die wir machen wollten, ist, semantische Bedeutung zu den Anzeigen hinzufügen. Wir haben mit ein paar verschiedenen Techniken rumgespielt, ein bisschen Natural Language Processing. Und was am Ende geklappt hat, ist eigentlich eine einfache Variante. Die meisten dieser Anzeigen haben eine URL hinterlegt. Und die meisten dieser URLs zeigen auf irgendwelche Services von Drittanbietern wie Eventbrite oder wenn man Spenden sucht, etwas wie ActBlue. Und für Republikaner gibt es auch 2, 3 Zahlungsverarbeiter. Also was wir gemacht haben, ist einfach die wichtigsten URLs angeschaut und manuell angemerkt, welcher Gruppe diese Werbung zuzuordnen ist. Und herausgefunden, ob das einfach eine informationale Werbeanzeige war oder ob das Ziel der Anzeige war, Kontaktdaten von Leuten rauszufinden, Telefonnummern, damit man sie beispielsweise für Spenden rekrutieren kann oder für Unterstützung. Und schlussendlich Bewegungswerbung, die Leute dazu bringen soll, an Rallies teilzunehmen oder direkt zu unterstützen. Und weiter Ads, die direkt zu Spenden aufrufen. In the US and things like that. So there's some kind of commercial good that's linked somehow. Eine weitere Kategorie waren normale kommerzielle Werbeanzeigen, wie zum Beispiel beispielsweise für Solarpanels, die aber eine gewisse politische Zuordnung haben. Was wir machen konnten, war, für ungefähr 75% der Werbung konnten wir mit etwa 96% Präzision kategorisieren, in welche
Kategorie etwas gehört. For Google, the top 80% of the advertisers in terms of the money spent by the advertiser, we went in and we manually categorized Wie für die Werbenden waren wir in der Lage, bei Facebook für rund 75%, bei Google für rund 80% einzuordnen, welche Kategorie dieser Werbende angehört. Beispielsweise ein Pack oder eine Gewerkschaft oder eine For-Profit-Unternehmen und konnten dort relativ sinnvoll anhand der Bezeichnung einordnen, in welche Gruppe ein Werbender gehört. Und für Twitter müssen wir das manuell machen. Gut, damit können wir nun anfangen, Dinge zu analysieren. Das erste war ganz einfach, wir haben die Größe der Anzeigen angeschaut. Was aufgefallen ist, dass die Mehrheit der Anzeigen auf allen Plattformen zwischen 0 und 100 Dollar war. Das nennen wir micro-targeted Werbeanzeigen. 0 bis 1000 Leute, die sehr, sehr kurzlebig sind und sehr, sehr präzise gezielt auf eine spezielle Demografie sind. Micro-targeting halt. Die Mehrheit der Werbeanzeigen, insbesondere auf Facebook, gehört in diese Kategorie. Das bestätigt auch diese allgemeine Presseberichterstattung, die über Microtargeting gesprochen hat. Weiter konnten wir anhand dieser Kategorisierung herausfinden, wie die verschiedenen Plattformen genutzt wurden. Das Problem ist, dass verschiedene Kategorien in diesen Datenbanken vertreten waren. Zum Schluss können wir anschauen, welche Typen Werbetreibender auf welcher Plattform aktiv sind. Was schwierig für uns ist, dass zum Beispiel Facebook viel mehr kommerzielle Werbeanzeigen in den Transparenzarchiven hinterlegt hat als die anderen. 45% hier. Zuletzt, was wir aufzeigen können, ist der Ramp-up zu den Wahlen. Wie das immer größer wurde. Die Abgabe für unser Paper war am 6. November. Deshalb haben wir die Grafik bis dann weitergezogen und seither nicht mehr weitergemacht. Die Linie ganz oben in grün, das sind sogenannte Move-Ads, die also eine direkte Aktion der Empfänger provozieren sollen. Die sich zum Ende entwickelt haben, die sehr, sehr präzise auf einzelne Personen abzielen, die wissen, wo die Person lebt und sie ganz spezifisch dann beispielsweise für die nächste Wahlstation angesprochen haben. Das insbesondere gegen das Ende der Kampagne. Hier ein Vergleich, um Gleiches mit Gleichen zu vergleichen. Was wir gemacht haben, ist die Werbetreibenden einzuschränken und nur auf die bundesweiten Kandidaten einzuschränken. Und hier habt ihr ungefähr eine Anzeige, wie die Skala dieser Werbung ist. Wenn man das hier einschränkt, dann sieht man immer noch, dass auf Facebook sehr viel mehr Werbetreibende aktiv sind als auf Google und sehr viel mehr Werbeanzeigen sind als auf Google. Die Ausgaben sind aber in einem ähnlichen Rahmen, weil bei Google sind die Zahlen auch etwas weniger präzise, weil Google dort nur einen wöchentlichen Report rausgegeben hat. Schließlich, die Zahlen bei Twitter sind viel kleiner, sowohl wenn es um die Durchschnitte geht, als auch Anzahl Werbetreibender. Was wir daraus schließen konnten, ist, dass viele dieser Effekte nur eine Verzerrung sind aufgrund der Daten in unserem Archiv. Dass keine Verzerrung sind der Daten in unseren Archiven. Also auch wenn wir das auf bundesweite Kandidaten einschränken, dann sehen wir immer noch, dass sehr viele micro-targeted Ads in diesen Plattformen vertreten sind. Das ist natürlich
abhängig vom Kandidaten, von der Gruppe. Und man sieht beispielsweise bei jemandem wie Präsident Trump, dass sehr viel Micro-Targeting gemacht wurde. 90-95% der Werbeausgaben. Wenn man sich andere Kandidaten anguckt, dann machen die viel weniger Micro-Targeting. Also man kann hier die Strategie der einzelnen Kandidaten ableiten. Sieht aber immer noch durchs Band, dass Micro-Targeting etwas sehr Populäres ist. Wir können außerdem darauf schauen, worauf Geld verwendet wurde in den unterschiedlichen Plattformen. Und daran sehen wir ganz gut, wie die verschiedenen Plattformen verwendet werden. Bei Google wurden deutlich mehr Spenden gesammelt, aber dafür gab es weniger Informationen als zum Beispiel bei Facebook. Bei Twitter haben wir einen sehr schmalen Datensatz, aber wir sehen, dass es hier sehr viel mehr darauf abzielt, Leute miteinander zu verbinden. Außerdem war es uns recht wichtig, auf Facebook zu schauen, wo wir die regionalen Daten besser nachvollziehen können, um hier zu sehen, wie der Facebook-Advertiser eigentlich funktioniert. Hier können wir sehen, dass die Kampagnen eigentlich immer staatenbasiert sind. Sie haben immer in einem Staat operiert und die meisten Anzeigen werden eigentlich den Leuten gezeigt in den einzelnen Staaten, die tatsächlich wählen. Wir können außerdem sehen, dass es in vielen Staaten Spenden gesammelt wurden, deutlich mehr als an Staaten auch getargetet wurden. Also es wurden recht wenig Staaten Hier können wir beispielsweise sehen, Texas ist ein sehr konservativer Staat und dort wurden besonders viel online auch Spenden gesammelt. Das war für Trumps Wahlkampf sehr wichtig. In den USA müssen eigentlich alle Spenden dem zentralen Wahlkomitee gemeldet werden. Und dadurch können wir das ganz gut nachvollziehen. Wir konnten sehen, dass Trump 52% seiner Spenden aus Texas bekam und nur 48% aus den anderen Staaten. Während das bei den Liberalen eher anders ist, da kommen viele Staaten aus New York, Kalifornien, Washington. Es zeigt, dass es recht effektiv ist, durch Online-Werbung kleine Spenden zu bekommen. Das Letzte, worüber ich reden möchte, ist das Ad-Targeting, also die Zielgruppenspezifik. Bei Facebook ist es so, dass man ein Browser-Plugin installieren kann und das sorgt dafür, dass die Werbung kategorisiert wird. Wenn ihr so eine Werbung in einem Facebook-Feed seht, wisst ihr, dass ihr oben rechts klicken könnt, warum ihr dafür getargetet wurdet. Innerhalb von Europa ist das übrigens erheblich beschädigt worden durch die DSGVO. Sie werden euch insbesondere die beiden größten Kategorien für diese spezifische Ad zeigen. Das ist ziemlich interessant für als Nutzerin auf Facebook. Also seht euch das regelmäßig an, das ist schon spannend und ziemlich augenöffnend. Insbesondere seht ihr dabei sehr gut, wie die Ebenen vom Targeting innerhalb von Marketing funktionieren und von Werbebetreibenden. Und dann seht ihr insbesondere gut die Gründe, warum ihr diese Werbung seht.
within Facebook's platform. So ProPublica had this browser plugin and they had this data. ProPublica hatten dieses Browser Plugin und damit halt einen Datensatz erhoben durch diese Freiwilligen. If you do have Facebook and wenn ihr also Facebook habt, wenn ihr in den Vereinigten Staaten seid, könnt ihr dieses, mit diesem Plugin uns sehr helfen, politische Werbung zu verstehen. Also haben wir ProPublicas Datenmenge genommen und mit Facebooks Ad-Transparenz-Archiv zusammengepackt. Dafür brauchen wir aber Ad-IDs, die geben sie auf ihrer API nicht her, aber auf dem Scrape sind diese IDs und dann können wir hinterher einfach auf die ProPublica-Daten joinen und haben dabei 75% dieser Werbung so verknüpfen können. Transparency Archive, it misses things. Und haben aber im ProPublica Archive auch reichlich Werbung gefunden, die nicht in dem Transparenzarchiv von Facebook zu finden war. Und sehen damit auch, was im Facebook Transparenzarchiv fehlt. Das kann natürlich auch an dem der Voreingenommenheit dadurch liegen, wer diese Plugins überhaupt installiert. Das ist also genau das, was wir hier eingestehen müssen, dass dieser Datensatz natürlich einen Bias drin hat. Das ist nicht eine gute Schnittmenge über die gesamten Facebook-User, aber es ist das Beste, was wir haben. Wir haben das kollabiert in drei verschiedene Kategorien an Targeting. Nämlich das ein typischer Weg für euch, die Facebook-Targeting nicht kennen. Dass ihr könnt einerseits targeten nach Interessen oder Segmenten wie Alter oder Geschlecht. Das ist ein generischer Weg. Ein anderer Weg ist Listen. Ihr könnt auch Daten hochladen wie Mailadressen oder Telefonnummern, um diese User zu identifizieren. Facebook findet dann das Profil und targetet diese Leute. So, sie erzeugen dann davon ein Publikum für diese Werbung und strahlen denen diese Werbung aus. Die letzte große Form, die Facebook als Targeting hat, sind sogenannte Lookalike, also sieht ähnlich aus, Publikums. Wir starten also mit einer Liste von Telefonnummern, Mailadressen. Und dann versucht Facebook für uns andere NutzerInnen zu finden, die ähnlich sind wie diese Nutzer. Das sind ist ein Lookalike-Publikum, wie es Facebook anbietet. So, wenn wir das jetzt kategorisieren und so nach den Werbebetreibenden unterteilen, seht ihr hier diese Verteilung. Bei For-Profit wird in der Regel nach Interessen und Segmenten getargetet. Sie wissen also, das nicht in Lookalikes und Lists zu beschreiben, sondern halt mehr nach den Interessen. Während die politischen KandidatInnen natürlich reichlich solche Listen mit Telefonnummern und Namen haben und in Facebook auch benutzen. Das war auch der Verdacht, den wir hatten, aber es ist gut zu sehen, dass diese Daten das so auch quantifizieren. Und es macht auch Sinn, wenn man so eine Liste von Personen hat, dann das zu erweitern mit ähnlichen Leuten über diese Lookalike Audiences. Was anderes, was wir tun können, ist das Gruppieren nach Absicht dieser Werbung. Und da seht ihr die Differenz sehr, sehr deutlich, dass halt kommerzielle Werbung weiterhin primär zu 3/4 nach Interesse getargetet wird, während die anderen eher über Listen von Usern und ähnliche User gehen.
Wieder einmal macht das total Sinn. So politische Motivationen über Spenden oder Bewegungen lassen sich mehr so über ähnliche Leute targeten. Und wenn man sie dann über die Lookalike Audiences gefunden hat, kann man sie direkt wieder über List-Targeting wieder retargeten, also wiederholt mit Werbung bestrahlen. Das hier macht es also in quantifizierbaren Daten gut transparent, wie US-amerikanisches politisches Targeting von Marketing funktioniert. Das letzte und das interessanteste an Story, was ich euch präsentieren möchte, sind die eher dubiosen Werbebetreibenden im Rahmen von politischen Werbung. Wir nennen sie also hier höflich die neuen Typen von Werbebetreibenden. Das erste, was ihr erwarten würdet, sind also Astroturfing, Leute, die behaupten wollen, dass es ein Grassroots-Movement wäre, aber das über Marketing und große Vereinigungen machen. Wenn man sich also diese Gruppe hier etwa ansieht von BürgerInnen für Tabakrechte, ja, da würde man auch erwarten, dass das keine tatsächliche Grassroots-Movement sind, und das ist auch das, was ich bei dieser Werbung erwarten würde, dass es daherkommt. Wenn wir uns also diese Werbung ansehen, das ist schon ziemlich ehrlich, es ist schon ziemlich klar, worum es geht. Aber und die Webseite gibt auch klar her, dass sie von Philip Morris betrieben wird, also etwa den HerstellerInnen von Marlboro. Das ist also auch einfach eine Seite, die von Philip Morris betrieben wird. Das erzeugt ein großes Problem mit Facebooks Transparenzarchiv. Das von Facebook nicht überprüft wird, da kann jede reintippen, was sie möchte in den Disclaimer, und Facebook wird es genauso dann auch betreiben, ohne es zu überprüfen. Sie werden euch blocken, wenn ihr behauptet, dass ihr Facebook, Instagram oder Mark Zuckerberg seid, aber ansonsten gibt es da ziemlich wenig Überprüfung. Als wir das also gefunden haben, haben wir das höflich, freundlich, privat an Facebook mitgeteilt. Und ein Reporter hat dann versucht, 100 SenatorInnen, also als diese 100 SenatorInnen Werbung auf Facebook zu laufen zu lassen, und Facebook hat sie alle durchgelassen. Google macht das anders. Google überprüft tatsächlich diesen Disclaimer String, entweder über Steuer-ID oder über die IDs für so bundesweite Wahlkomitees, die beide angegeben werden müssen. Das macht es also auch einfach, diese Advertiser auf Google zu identifizieren. Auf Facebook, da sie tippen können, was sie wollen, macht es das wesentlich schwieriger. Oder sogar unmöglich. Wenn der Disclaimer halt nicht zu nutzen ist. Das ist definitiv ein Problem, wenn wir diese Lobbyorganisationen haben, die eigentlich einfach lügen können darüber, wer für diese Facebook-Werbung zahlt. Was wir auch gefunden haben, sind Junk-Media-Outlets, also profitorientierte Organisationen, die sagen, dass sie News machen, aber eigentlich ist es gar nicht News, also eigentlich ist es einfach Quatsch oder Propaganda, die sie rauslassen. Beispielsweise die New American Media Group LLC, die auch unter Democracy Now! Verkehrt. Und was die gemacht haben, ist, die haben diese Werbung hier angezeigt. Wir haben angeschaut, was das für Limited Liability Corporations waren, und das waren einfach Briefkastenfirmen. The Atlantic hat sich das mal näher angeschaut. Und Alexis Madrigal war dort in der Lage, dort
auch tatsächlich herauszufinden, wer hinter diesen Briefkastenfirmen steckt. Was sich herausgestellt hat, ist, das war eine Werbeagentur, die einfach verschiedene Organisationen aufgezogen hat, die wie Grassroots-Movements ausschauen sollten. Und die eine Zielgruppe von Republikanern hatten, damit ein Publikum aufbauten und dieses Publikum dann mit sehr demokratisch angehauchten Botschaften beliefert haben. Die Firma dahinter nennt sich Motive AI und der Versuch ist, dass sie das demokratische Cambridge Analytica werden wollen. The National hat ebenfalls eine Untersuchung gemacht und hat herausgefunden, dass gewisse Werbetreibende das auch herausgefunden haben. Also wenn die Werbung auf Google geschaltet haben, dann waren sie ehrlich im Disclaimer String, auf Facebook hingegen nicht, weil sie wussten, dass es nicht kontrolliert wurde. The Texas Tribune hat eine ganze Gruppe von Werbetreibenden offengelegt, die solche Propaganda verbreitet haben. Eine Stelle, die dahinter herausgefunden wurde, ist Digico LLC. Und offenbar war das auch einfach eine Werbeagentur, die von einer bezahlt wurde, um diese Botschaften rauszuschicken, ohne eigentlich und dabei verbarg, dass es einfach eine Werbeagentur war. Das ist, was wir am Ende so subsumiert haben, nachdem wir uns verschiedene Archive angeguckt haben. Wir konnten vor allem die guten Werbetreibenden herausfinden und weniger die mit der schlechteren Werbung. Keines dieser Archive, das wir benutzen konnten, ist wirklich gut. Alle von ihnen haben Probleme. Bei allen fehlt irgendwas. Bei Facebook fehlt Target-Information. Google lässt viel vom Inhalt aus. Bei Twitter ist einfach das Problem, dass jemand fehlt, der dafür angestellt ist, sich darum zu kümmern, dass das auch tatsächlich, dass dieses Archiv within here, which means that right, we have to continuously put pressure on them in order for them to kind of improve. Ja, wir müssen Druck machen, dass Twitter, Google und Facebook ihre Archive verbessern. Und ich weiß, dass es Leute in den Firmen gibt, die versuchen, diese Transparenzarchive wirklich zu bauen, aber das funktioniert leider nicht so gut, weil es diesen Firmen nicht so richtig wichtig erscheint, diese Transparency Archives Archive zu bauen. I hope that right. This puts us in better shape to understand the 2018 elections, but 2000. Genau, wir hoffen, dass wir die nächsten Wahlen dann besser verstehen, beziehungsweise auch die 2018er Wahlen besser verstehen, weil da die Datensätze jetzt schon aktueller sind und irgendwie besser zu erheben, als es bei den Wahlen davor war. Es gibt mehr Druck auf die Firmen von Technikern und anderen Stellen, diese Archive zu verbessern. Hier seht ihr nochmal meine Mitarbeiter. Sie waren heute leider nicht auf der Bühne, aber sie haben viel von der Arbeit mitgemacht. Sie haben viel von den Daten mit analysiert.
Und nun eröffne ich für die Fragen. Thank you so much, Damon. I know that there are a few questions among the audience. So, microphones. Okay, wir beginnen mit ein paar Fragen aus dem Publikum, Mikrofon 6. Habt ihr auf Verbindungen zwischen den Werbenden geschaut und verwenden sie Bilder für Steuern zum Beispiel? Das ist eine der Analysen, die wir gerade machen, um zum Beispiel über Clustering von den Bildinformationen zu finden. Ja, also das Problem ist, dass diese Werbebetreibenden verschiedene solche Proxy-Unternehmen ausgründen und die müssen wir versuchen zu clustern. Sie haben also verschiedene solche LLCs gegründet, wie ihr gerade gesehen hattet in dieser New Media Corporation, die aber einfach alle dieselbe Werbung schalten. Gut, danke sehr. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt euch bei den Mikrofonen in Schlangen. Mikrofon an. Danke für den Talk. Es war bisher der beste, den ich hier gesehen habe. Zwei Fragen. Erstens, warum gibt es diese Transparenzarchive? Ist dahinter irgendeine politische Agenda, politischer Druck? Und zum Zweiten, welche Daten sind für Europa da? Also ich bin nicht intern in den Unternehmen, also kann ich nur spekulieren, warum es diese Archive gibt. Ich denke, es war einfach nur eine Reaktion von Zuckerberg und hohen Leuten in Google und Twitter, die versuchen, sich selbst zu regulieren, bevor ihnen Regulierungen aufgedrückt werden. Also es geht hier wieder einmal auf den Druck, den wir auf sie ausüben können. Und so gehen sie jetzt also auf Transparenzarchive, um nicht dazu gezwungen zu werden. Solange die Briten noch in der EU sind, Facebook has started to make ads transparent in the UK. Haben Facebook versucht, in Brasilien und UK ihre Werbung transparent, also auch die Transparenzarchive in diesen Ländern zu machen, aber auch in anderen Ländern innerhalb der EU. Das geht auch wieder um den Druck, der politisch auf sie geht. Es gibt auch wieder, also ich erwähne noch einmal, es gibt nur für die Vereinigten Staaten so eine API. And right, there's no transparency reports for other countries as well. There's only a transparency report for the US. Und es gibt auch nur für die Vereinigten Staaten so einen Transparenzreport. Some of the numbers in terms of spend were very low, because right there. Manche dieser Zahlen, die wir genau wissen, sind halt relativ wenig, weil wir solche großen Ranges angegeben sind, wie ihr in den Ausgaben gesehen habt. Also relativ vieles davon erfordert noch weiter politischen Druck auf diese Unternehmen. Microphone number two, please. Gut, danke sehr. Mikrofon Nummer zwei, bitte. Du hast erwähnt, Yes, actually, this is the number one project on our roadmap right now. Is actually Google has processed the FEC information and they've made a Google hat die Informationen aus FEC bearbeitet und zugänglich gemacht in ihrem eigenen proprietären Datenbanksystem BigQuery. Und dann haben sie halt die Daten aus den FEC-Daten und ihre eigenen Werbedaten zusammengetan und das berichtet. Und wir versuchen jetzt also zu verstehen, wie effektiv diese Spenden, Werbeaufrufe sind, dabei tatsächlich danke, Spenden zu erzeugen. Mikrofon Nummer 4. First of all, thank you, hallo, danke für den Talk. Es war sehr interessant. Ich habe mich gefragt, ob es weitere Untersuchungen gibt von anderen Wissenschaftlern, die
die die politischen Wichtigkeiten dieser Werbekampagnen zeigen. Wir sind uns bewusst über andere Teams, die sich das ansehen, aber wenn sie nicht geoutet werden möchten, wollen wir das natürlich respektieren, also wollen wir das nicht versehentlich tun. Eins unserer Hauptziele so von dem ganzen Bogen an Online-Transparenz über Werbung ist auch weniger technische Personen in die Lage zu bringen, dass sie diese Daten ansehen können und analysieren können. Wir haben also hart daran gearbeitet, die politischen WissenschaftlerInnen auf den neuesten Stand zu bringen, was hier die Daten hergeben können. Aber der momentane Zugang, insbesondere wieder mit dem Non-Disclosure Agreement von Facebook, das heißt, wir können die Daten nicht weitergeben, macht es erheblich schwieriger, das tatsächlich in Realität umzusetzen. Ich würde also gerne genug Druck auf Facebook ausüben, um irgendeine Reaktion zu kriegen. Eine Frage aus dem Internet, bitte. Nomad fragt, warum sind diese Werbungen politisch, oder warum meint ihr, sie sind politisch? Habt ihr euch den Inhalt angeschaut und dann konkludiert, dass der Inhalt politisch ist? Gute Frage. Relativ viel davon geht auf die Taktiken, die benutzt werden. Sie erzeugen diese Gemeinschaften, die aussehen, als wären das Grassroots-Bewegungen. Bis vor einer kurzen Weile gab es also auf Facebook keine Zeile, die dieses New Media LLC angezeigt hätte. Das heißt, es konnte tatsächlich aussehen, als wären das viele kleine Grassroots-Movements. Und das ist so der schwierige Anteil. Und wenn man dann auch nicht sehen kann, warum man davon getargetet wird, war es relativ einfach, Leute dazu zu bringen, dass sie, ohne zu verstehen, was ihnen da eigentlich gerade passiert, sich in diese Grassroots-Kampagnen mit einwerfen. Und dann haben wir uns halt auf diese Kampagnen geworfen, um diese Idee von nur Fake-Grassroots-Bewegung endlich ausheben zu können. Mikrofon Nummer 3, please. Mikrofon Nummer 3, bitte. Ich interessiere mich dafür, wie effektiv diese Werbungen sind, die auf Facebook und so veröffentlicht werden. Ist irgendeine Gruppe wie ProPublica oder andere schreiben die auf, wie viele Leute sich das angeschaut haben, wie oft es geteilt wurde, so dass man irgendwie sehen kann, dass diese Fake Grassroots Communities Dinge aufbauen, Seiten etc. Auch wieder eine sehr gute Frage. Das ist etwas, dass wir andere Leute ermutigen möchten, dass sie sich ansehen. Relativ viel dieser Informationen werden nicht hergezeigt durch die Transparenzarchive. Das wäre also eher Bestandteil der eben nicht Werbeinformationen, sondern der organischen Informationen auf Facebook, denn du sprichst ja gerade von Likes und Shares. Es wäre also interessant zu sehen, wie man diese Daten erstmal erhebt und sammelbar macht, effizient scrapen könnte. Das ist ziemlich schwierig. Und man arbeitet da halt gegen die Anti-Scraping-Teams in Facebook, Google, Twitter. Das macht es also ziemlich schwierig. Wir versuchen da ein Pilotverständnis sozusagen auf die Wege zu bringen. Ein Teil der ProPublica Leute haben versucht zu crowdsourcen, wie Leute damit interagieren und das dann irgendwie zurückzuspielen. Dann müssen wir halt eine Strategie finden, wie man diese Information bereinigt, denn da wird auch sensible Informationen drin sein. Also müssen wir sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, weil wir versehentlich sensiblere Informationen in der Hand haben könnten, als uns zu dem Punkt vielleicht klar ist. Es ist also etwas, was wir
effektiver Facebook überzeugen sollten, zu tun. Ich kenne die Aussichten dafür. Letzte Frage von Mikrofon Nummer 1. Am Anfang deines Talks hast du erklärt, wie Russland die Wahlen beeinflusst hat. Ich interessiere mich dafür, gibt es irgendwo in dem, was du vorgestellt hast, Evidence, Hinweise darauf, dass es wirklich Russland oder China waren? The national security agencies don't release the sources of their information. Leider veröffentlichen die NSA ja ihre Informationsquellen nicht. By Robert Mueller. That did release some more. Aber die Informationen, die wir von Robert Mueller, von der Untersuchung haben, enthalten ein bisschen mehr Informationen. Wir können nicht 100% einstimmig der Meinung sein, dass das garantiert Russland war. Es könnte auch einfach nur ein Proxy in False Flag Operation sein. Aber die Indikationen sprechen dagegen. Damon McKay, thank you very much. Please give him Damon a great round of applause. Danke sehr. Bitte gebt ihm eine Runde Applaus.